Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit den Kabinen, der sich jetzt ein bisschen vorbereiten tut Richtung dritter Boss. Ich brauche mehr Munition, ich brauche mehr Nahrung, ich brauche von allen ein bisschen mehr, brauche ich eben halt. Aber dazu muss ich erstmal die Kiste abbauen und ich hoffe, dass das die richtige ist. Ja, ist er. Und dann daneben stellen und dann da die Nahrung drin schmeißen. Also ich hoffe, dass das denn funktioniert. Wenn nicht, dann bin ich stinkig. Spiel. Und den Strom müssen wir auch nochmal kontrollieren. Da sind auch Sachen passiert, das funktioniert so nicht, wie es funktionieren sollte. Und ich weiß noch nicht, warum das so ist. Weil das hat vorher auch funktioniert und dann haben wir es abgeschlossen und dann hat nichts mehr funktioniert. Wer versteht das? Und ich habe eigentlich das Einzige, außer hier die zwei Fallen, die ich aber zum Schluss abgeklemmt habe, und das hat trotzdem nicht funktioniert, das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist, ich habe bei den Fallen die Mods verbessert. Also ich habe da mehr Sachen drin geschmissen. Da dit er deswegen durchballert, bin mir da nicht so sicher. Ich habe da keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum die einfach hier durchlaufen können. Weil ich habe da noch Fallen und die sind auch ohne Strom funktionabel. Jedenfalls sollten sie das. Da werde ich aber jetzt mal mecker. Also, wie immer. Also irgendwie ist das ein bisschen schwieriger geworden. So, warten Sie mal. Das halt wieder zurück. Das kommt dann da hinten die Kiste rein. Machen wir uns erstmal ein paar Snacks. Oh, ich muss mir dann auch trinken machen, wa? Weil die Wüste ist ja heiß. Heißt es ja so. Aha. Dann kann ich auch gleich mal die Öltürme aufstellen. Oh, ich muss gleich mal kicken, was ich an Benzin verbraucht habe. Ich glaube, das kann ich ja nicht weiterverarbeiten. Aber ich mache trotzdem erstmal darin. Ich weiß immer noch nicht, was ich zu der Horde gestern sagen soll. Hey, da bereitest du dich vor und denkst du so, jetzt könnte so ja gut laufen und dann so. Noch nicht mal annähernd. Aber ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben wie beim letzten Mal. Das muss ich ja mal, das ist ja auch mal was. Also, mindestens. Also, ein Däumchen, Träumchen wert und so. Weil ich hätte hier so ja so ein Fleisch essen können. Nee. Essen. Hier, das hier. Steckt technischerweise. Jo, das hätte ich mir jetzt sparen können. Also. Pommel. Kann ich mir doch herstellen. Ach, ich muss das alle. Ja, Kabinett musst du. Na, dann stellen wir uns das mal hier. Teig. Geröstete Pilze lasse ich erstmal noch. Also, was. Achso, jetzt fehlen mir die Kartoffeln. Moment mal, ich habe da Kartoffeln gehabt. Ach, daraus hat er ja jetzt ja die Dings gemacht. Er macht ja aus Kartoffeln den Kloß, den Teig. Der Teig. Na gut, ich bräuchte eigentlich bloß da unten wieder hingehen und Sachen zum Essen kaufen. Gut. Was habe ich ja hergestellt? Habe ich da, oder? Ja, habe ich. 5 Stück. Gut, wir machen uns erstmal hier. Konzentrieren uns darauf. Steak. Yes. 5 Stück, bitte. Achso. So, jetzt trinken. So, was können wir denn. Ja, ist doch gut. Warte mal ganz kurz. Salami. Das kriegt er hin. Ich mache erstmal 11 Stück. Ja. Nee, 7. Oh, ich bin jetzt die ganze Zeit so. Ich glaube, ja, was da? P
Pitcher. Och Mann, halt doch mal die Klappe jetzt. Junge, nee. Ich hab jetzt keine Lust, mir das alle 2 Sekunden anzuhören. Oh, 2 Teil kostet mir das da. Oh, Junge, das kann anstrengend werden. So, warte mal, Rahmen. Das rahmen wir uns mal ein, wa? Wir braten die Mühlen, da fehlt mir aber der Rotkohl. Was denn nun? Hab ich. Achso, jetzt brauche ich wieder Teig. Ich geh mal schnell in den Kofen. Ich kratze jetzt das ganze, was ich an Geld noch hab. Alle Tiere packen, dass ich das auch ja nie benutze. Das reicht. Das Schöne natürlich ist, ich weiß ganz genau, wo ich hin muss. Ich glaube, der da hinten wartet nicht, ne? Also, wir werden uns jetzt erstmal ein paar Kartoffeln holen und ein bisschen Kohl. Also, das, was wir brauchen. Also, entweder ist es der Automat oder da unten ist irgendwo ein Automat gewesen. Ey, ich habe hier jetzt mal ja nicht aufgeräumt. Ich war so fix und fertig, dass ich so ja das Einsammeln vergessen habe. Ich glaube, zum Schluss haben mir die Batterien den Arsch gerettet. Würde ich jetzt so sagen. Weil wir hatten ja ständig Verbindungsabbrüche gehabt. Verständlich. Stündlich. Ach, ist doch jetzt scheiße. Ja. Dauernd, genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Andauernden hatten wir irgendwelche Verbindungsprobleme hier. So, das Doofe ist natürlich, ich habe auch ja nie gesehen, wo die Riesen drauf gegangen sind. Das ist natürlich richtig geil. Ich weiß nicht, ob wir diesmal wieder was Geiles gekriegt hätten oder. Also generell, ob wir was Geiles gekriegt hätten oder. Ihm teilt nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, 12. Oh, das ist gut. 25 Plastik. Oh. Na, du Rabe. Der klingt doch nach einer Aufwertung. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die gekillt worden sind, die Bienen. Vor allen Dingen, ich habe bloß einen Giant gesehen. Der bei uns rennen wollte. Also Details, ich muss alles nochmal abklemmen und dann nochmal kicken. Also Hauptverbindung. Da werde ich noch zu tun haben. Also richtig, ich werde richtig kotzen noch. Genauso wie du, Mädel. Genauso wie du jetzt. Ah, da musst du jetzt durch. Kriegst du hier noch was zum Essen und dann ist es gut. Ich sag mal so, wir werden schon den Laden finden. Könnt mir das zum Essen kaufen? Aber nee. Sind übrigens auch nur Wartungskits gewesen. Das ist aber nicht lootbar, warte mal. Also schon, aber nicht das, was ich meinte. Hier werde ich Regale technischerweise. Kriegst hier nicht raus. Wir sind ja hier nicht in 7 Days. Muss ich wohl noch ein Stück weiter runter. Und dann muss ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal angeln gehe oder so. Wegen unserer Rüstung. Und wenn ich mir das jetzt das ganze Essen rinschmatter beim Boss. Das bedeutet ja nur, dass ich nicht gleich sofort sterbe. Hoffe ich doch. Und ich frage mich, ob ich nicht. Nee, warte mal. Schadensdenk. Oh. Könnte sein, wa? Nee, könnte nicht sein. Kann nicht sein. Das wäre der lumpigste Boss ever gewesen. So, da gibt es, glaube ich, ein paar Munition nur, ne? Aber ich muss trotzdem da lang. Da hinten, glaube ich, war der Laden. Da, wo es blinkt, glaube ich. Ja, wie gesagt, also mit der Munition, das kann was werden. Es sei, wir bauen das wirklich alles ab und machen wirklich eine Tour eh mal, wie gesagt, in eine Wüste, dass wir das da aufstellen wegen dem Öl und eh mal da hinten im Schneebiom, dass ich da vielleicht schwefel.
So rein theoretisch müsste ich doch jetzt hier genau das rauskriegen. Das habe ich mir gedacht. Also, Gardoschkis. 12 Stück krieg dafür, für 5er. Das ist doch fast geschenkt. Warte mal, ich mach mal kurz hier so. Das sind 10, 20. Kaufen. 45 Stück. Gut. Dann brauche ich Kohl. Das sind 6er. Nehme ich auch für den 20. Was brauche ich noch? Orange war gut. Orange brauchte ich auch. 3 Stück. Ne, auch 6er. Nehme ich auch für den 20. So, Birne weiß ich nicht. Nehmen wir Birne? Birne nehmen wir, wa? Aber den Rest weiß ich überhaupt nicht. Hier den Kohl. Oh, den Kohl brauche ich doch. Ah, habe ich ja. Aber den nehme ich auch. Ich glaube, ich könnte die eigentlich zu Saatgut machen, ne? Oder? Nee, falsches Spiel. Karbin, du kannst hier nicht aussuchen, was du wachsen lassen willst, oder nicht? So, das bräuchte ich auch. Ich kaufe jetzt hier richtig eh mal ein. So, das habe ich. Das. Kürbis, Zwiebeln. Warum denn nicht? Knobi. Ich renne damit. Haben wir davon genug? Ich weiß es jetzt ja nicht. Birnen. Birnen nehmen wir auf jeden Fall. Das sind nicht so viele von, also muss es gut sein. Da bin ich noch nicht. Das wird für irgendwas gut sein. Erstmal hin. Ah, you've obtained cactus flower. Ja, ja. By using cactus flower to make detox juice, aber gib mal hier. You gain resistance to poison. If you secure more cactus flower, also Gift und so, hat sie ja gerade gesagt. So, für die Pilzpfanne mache ich denn. Okay, nichts mehr. Das war's. Das war in unser Innenhof. Ich hoffe, naja, jetzt fehlt uns dann noch Fleisch. Das könnte ich dann auch noch clean schreddern und all sowas. Aber wir haben jetzt erstmal Grünzeug für das Essen. Jetzt fehlt uns die Munition. Wenn ich gerade hier bin, hole ich mal kurz mein Messer raus. Oh. Naja, gut, ich habe ja hier noch ein paar Stacks. Das wird ja wohl stecken. Warum habe ich das Essen rausgepackt? Bist du irre? Den Schrauber kannst du rauspacken. Du hast nicht vor zu schrauben. Was wollen die alle Schrauben locker? So, das nehme ich natürlich auch gleich mal mit. Und dann werden wir uns da durchkämpfen. Und alles, was uns vor im Weg kommt, vor im Weg vor allen Dingen, wird meine Rache spüren, werden die Rache. Und das ist eigentlich Kniffen, ne? Also Munition und so. Genau. Schuss. Endboss. Bevor wir da hinfahren, werden wir mal nachschauen, ob wir uns eine Bazooka bauen können und dann einen Bazooka. Dann werde ich eine Bazooka auf ihm Ruf halten. Ich werde natürlich vorher abspeichern, logischerweise, und dann geht man nach. Aber das werden wir versuchen. Alter, den springe ich ins Nirvana. Also wenn ich dazu komme. Wie gesagt, ich kann ja abspeichern. Ich sollte abspeichern. Ich korrigiere, ich sollte. Munition. Ich sollte erst... Wie jetzt? Gar kein Problem, habe ich doch gesagt. So, warten Sie mal. Das ist Holz und so, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Das ist ja nicht mein... Das ist nicht mein Duktus. Schöne Munition. Zwar nicht ohne Ende, aber sie ist gratis. Ich muss sie nicht herstellen.
immer schön rein in den Inventar. Und wie gesagt, den Kleinkram lasse ich jetzt erstmal hier. Bin jetzt nur wegen der Munition hier. Oder Plastik oder sowas. Das nehmen wir noch mit. Oder Kupfer und so. Aber so hier Werkzeug. Es sei denn, es ist ein Akkuschrauber. Den würde ich doch nehmen. Aber den kriegst du so gut wie ich nicht. Den wirst du so nicht kriegen. So, hier ist nichts. Ja, da kannst du nicht einsammeln. Oh, ich hab die. Da ist Munition. Der hat Munition liegen lassen. Ist der irre? Ich weiß, was ich wegschmeiße. Mindestens. Jetzt passt auch gleich wieder ein bisschen mehr Munition drin. Haha. Wunderbar. Jetzt ein bisschen mehr Licht wäre hier cool. Aber ich will mich nicht beschweren. Moment mal, auf der anderen Seite ist noch was angezeigt. Hä, wie kann das sein? Da muss ich gleich nochmal zurück. Ach so, die Schnur. Kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Gut. Ich könnte das jetzt, aber dann hätte ich auch Leder in der Tasche und das würde mir nichts bringen. Nochmal wieder. Bevor ich hier anfange, hier Villa zu sortieren, aber ich muss trotzdem nochmal schauen. Ach nee, das ist wirklich in den Raum weiter. Wir verarbeiten erstmal die Nahrung, dann kommen wir nochmal wieder. Bevor ich hier... Entschuldigung, hab die Tür nicht gesehen. Ist so dunkel gewesen. Ah. Oh, sieht das geil aus. Also nicht geil in Sachen Erregung. Ich meinte, das sieht hübsch aus. La 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 la. Ich bin Humpty Dumpty. Auf der Mauer. Ich hab bloß nie so einen Eierkopf. Ach nee, bin ich doof? Humpty Dumpty sind die Bäden. Sind ja zwei Personen. Dann bin ich Humpty. Nur wer ist Humpty und wer ist Dumpty? Oh, Entschuldigung. Es war nicht so gemeint. Ich meinte eigentlich Humpty Dumpty. So, das sieht besser aus. Weil es sind ja zwei Geschwister. Und alle sehen so aus wie Eierköppe. Sind ja Eierköppe. Also, dann kann ich mir... Mir hat es gerade gejuckt auf den Kopf. So. Du darfst im Leben bleiben. Dann kicken wir erstmal, was wir so mit Kartoffeln machen können. Und mit den anderen... Rest und wenn nicht, dann verarbeiten wir den Teich und dann arbeiten wir das um. Wie gesagt, ich werde da voll mit einem vollen Magen und dann werde ich auf den Tresen kotzen. Hey, du Sau! Du wolltest einen Bossfight und dann kotzt du mir hier hin. Also wie gesagt, der ist hier irgendwo hier drüben, ist der Boss. Plattejang. Ich brauche jetzt mal ein leeres Inventar. Wenn wir auf dem Weg zurück sind, dann kann ich immer noch hinschauen. Irgendwo, da muss er gestorben sein. Weil die Raketen sind ja dahin geflogen. Also irgendwas muss ich ihn ja getötet haben. Ich gehe mal davon aus, dass es Raketen waren. Nicht, dass er an Altersschwäche gestorben ist. So. Die guten Pilze. Ist hier noch irgendwas? Ja, der Kohl. Macht den Kohl nicht fett. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also. Das sieht doch ganz anders aus. Ihr bratet Gemüse. Nee, ich will erstmal richtig den krassen Scheiß. Achso, das ist Entgiftung. Ah, stimmt, der hat es ja auch gesagt. Ach so. Wenn ich das denn einnehme. Logischerweise. Dann kann ich ja erstmal eine ganze Weile nicht vergiftet werden, war bei dem Boss und so. Warten Sie mal. Erstmal bitte. Der könnte mir so viele Tränke machen, wa?
Kühlungstränke. Aber ich mache erstmal bloß 10 Stück. 10 Stück ist gut. Weil ich brauche ja auch Hitzetränke für das andere. Und das ist für Birnen. Also die Tränke haben wir jetzt alle durch. Also wir können da drinnen rumtoben. Bis zum geht nicht mehr. So, ich mache jetzt auch noch Gifttränke. Das ist gut. Also, Pommes brauchen wir. Wie Colas? Ach nee, ich habe die Cola jetzt alles verbraucht. Hätte man jetzt ein Menü machen können. Alter, gebt euch das mal an, was das hier gibt. Kakao haben wir auch nicht mehr. Kakao haben wir auch nicht mehr. Habe ich jetzt auch alles verbraucht. Es war klar. Ich wollte nur mal gucken, ob man das nochmal auseinandernehmen kann. Mich denn nochmal zurück. Guck mal. Diese Menüs, Alter, die sind ja richtig geil. Dann hast du ja alle gleich drin. Wir arbeiten jetzt darauf hin zu. Also, Teig. Naja, gut. Ich brauchte der so oder so. Jetzt habe ich keine Eier mehr. So, das nächste. Pommes brauche ich ja. Das hat er ja angezeigt. Da mache ich mir 11 Stück. Dann haben wir jetzt kein Fett mehr, wa? Gut, da brauche ich ja, wie gesagt, das dafür. Den Hamburger brauche ich noch dafür. So, Hamburger. Was brauche ich für den Hamburger? Wo ist denn der? Hau doch mal ab. Schon wieder. Jetzt, ich kann mir den nie herstellen. Aber der wird da verlangt. Da ist Pizza. Das ist Sandwich. Wie, ich kann mir den Hamburger nie machen. Der hier drin ist. Den muss ich mir kaufen, oder was? Was ist denn das für ein Blödsinn? Quasi, ich habe mir jetzt alles vorbereitet und kann mir das nicht machen, weil du dir das nicht herstellen kannst, sondern nur kaufen. Oder ich brauche das Rezept dazu. Das ist natürlich auch möglich. Gut, dann ist das erstmal Tinef. Was kann ich mir denn noch machen? Ramen. Na, das machen wir uns doch. Dann haben wir das nämlich auch durch. Alter, ich werde so voll gefressen dahin kommen, ich sage euch. Mit Pommes Fritz ist dann auch noch. Den Fisch haben wir noch nicht. Da fehlt uns jetzt, wie gesagt, Öl ist nicht mehr drin, wa? Nee. Da fehlen uns jetzt die Kräuter, das ist aber nicht so schlimm. Hier röstete Pilze. Da fehlen uns Was bringt denn das überhaupt? Bewegungsgeschwindigkeit für 12 Stunden. Das bringt bloß Kalorien. Sandwich. Ausweichwerte. Ja. Dann machen wir auch gleich mal 5 Stück. Wie gesagt, wir müssen dann aussortieren, was wir zum Boss mitnehmen. Mal sagen, das war's, wa? Ich täte jetzt mal sagen, das war's. Aber Moment mal, ich habe doch die Cola ja nicht verbraucht. Da ist doch noch Cola. Moment mal. Achso, das ist verdorben und ich brauche frische. Und die kann ich mir natürlich nicht herstellen. Achso, ich verstehe. Achso, ich verstehe. Ich verstehe das Ding. Also ich meine, das zu verstehen. So, sortieren. Also, was haben wir denn? Liegt denn der schon wieder rum? Maximale Sättigung. Ach, das bräuchte ich. Das können wir so essen.
Dann nieder uns nicht ständig auf den Sack wegen Essen. Und das für 12 Stunden. So, was ist das da? Ausrüstung, Droprate. Das müsste ich dann auch mitnehmen, wenn wir dann Schnitzel nähen. Zum Beischiff jetzt. So, Pasta bringt ihm halt. Oh. Vielleicht sollten wir mal angeln, will er gehen. Das bräuchten wir für den Boss. Das bräuchten wir für den Boss. Das ist auch Sättigungsreduktion. Also die Sachen bräuchten wir. Plus die Pasta. Nee, was war denn das jetzt? Steak, das war's. Sättigungsmäßig. Das dürfte jetzt erstmal reichen. Warte mal, ich werde das jetzt erstmal hinterpfeifen. Oh. Das war zu früh. Gut, dann muss ich schneller machen. Aber ich glaube nicht, dass es bei uns am Teich funktioniert, ne? Also, das glaube ich nicht. Das muss ich aber hinne machen. Mit Köder herstellen. Dazu brauche ich auch Fett. Da muss ich doch zum Wasser. Dann hole ich mir mal schnell meine Angel. Denn der Kabin muss nämlich jetzt angeln. 12 Stunden. Muss ich ja lohnen. Kann ich mir unterwegs herstellen. Ist ja nicht Schnee so schlimm. Dann können wir unsere Rüstung vielleicht ein bisschen besser aufwerten. Erstmal unseren Swimmingpool aufwerten. Dann können wir nämlich da auch das andere Viehzeug angeln. Ne? Und dann geht das schon. Oh, das hätte ich mal da essen sollen. Ich hab mir nur so gedacht, ah, naja, gut. Dann ist der Litter schön da. Ne? Am See. Aber da war es schon zu spät. Mein Finger war schneller als der Gedanke. Ganz gut, dass ich das jetzt abbaue. Aber ich weiß, dass ich das vergesse. Ich hab noch eine Mahlzeit. Also ich brauche ja bloß einen Krokogator. Einen Krokogator oder sowas in der Richtung und den Lüfter, der Lachswiller. Und dann hoffen wir, dass wir das richtige fangen. Eigentlich wollte ich gerne nochmal zur Polizei runter, aber wie schnell sich die Prioritäten ändern können. Voll daneben geklatscht. Für ihn hat es aber trotzdem neu erreicht. Oh, du musst. Oh, warten Sie mal. Da ist aber ein Kandidat, den ich haben will. Der Doofe ist, die funken jetzt auch mal dazwischen. Wo ist denn der jetzt hin? Was mich Orientierung kostet. Der ist weg, wa? Der Vogel ist weg. Nee, da hinten ist er. Nee, das ist die Taube, ne? Es war ja klar, dass die jetzt kommt. Genau jetzt. Kommen noch welche? Aber ich glaube, dass ich den jetzt nicht mehr finden werde. Egal, wir haben jetzt keine Zeit. Muss Krokogatoren finden. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Die sollten eigentlich mich finden. Übrigens, ich habe jetzt keinen Loot Drop gekriegt, wo ich die gekillt habe. Finde ich eine Sauerei.
Boah, Alter, wenn ich die jetzt im... Hätte die jetzt mit dem Messer gemacht, dann wären ja meine Drop-Chancen noch höher gewesen. Da stand ja nicht Zombie da, ne? Jetzt mal wieder typisch, brauchst mal einen Krokogator-Skinner da. Hallo Krokogator, wo bist du? Tätige brauchen. Angeln technischerweise. Ey, echt, jedes Mal löst sie hier lang, wenn du angeln willst. Und dann springen sie dir ins Bild. Jetzt, wo ich ihn brauche, sind sie nie da. Also noch nicht. Ist nur eine Frage der Zeit. Boah, ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Das kann doch nie sein. Die sind alle aus. Die sind demonstrieren. Wegen der scheiß Lage. Hier ist auch nirgendwo einer, wa? Also ich sehe keinen. Ja, mal kicken. Da hinter der Kreuzung. Kreuzung. Biegung. Genau. Biegung ist das, was ich sagen wollte. Da kommt noch einer. Warte ich auf den? Ach, der kann mir ruhig entgegenkommen. Bis ich einen Krokogator hab. Ich hab doch keine Zeit. Und was will er machen, wenn ich rüberschwimme? Auf der anderen Seite. Da müsste auch einer rumkrauchen. Wäre ja merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Oh, aber ist schon geil, war mit so viel Ausdauer. Eine wunderschöne Ausdauerleiste. Die ganze Zeit bei mir verwaiste. Jetzt ist er da, wo sie ihn hört. Hallo! Ey, das kann doch nie sein. Nicht ein Einziger. Oder gibt es bloß bestimmte Uhrzeiten, dass die rauskommen, weil das sind ja hier, die wollen ja Sonnenlicht haben und so. Das kann doch nie sein. Oh, der ist immer noch hinter uns her. Hallo. Ich brauche Därme. Chippt das nicht. Das kann nicht geben. Ich laufe hier lang und hier ist nicht ein einziger Krokogator. Jetzt muss ich erstmal den Frust auslassen. Gut, hab nichts gewonnen. Hallo, hier ist leckerer Karbin. Kommt doch mal her. Oh, kein Wolf oder so. Kein Bär. Die wissen, dass ich auf Jagd bin. Woher wissen die das da? Das ist nur ein Stein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Spiel! Schnauze! Bin nun gehalten. Ey, das kann doch nie sein. Ach, das ist ein Tier. Das sieht aus wie ein Tier. Aber meine Reaktionszeiten haben es nicht zugelassen. Vielleicht muss ich eine Weile warten. Vielleicht sind sie noch nicht so weit gewesen. Wo sind sie denn? Hä? Ach so! Ich hab dich nie gesehen. I'm so sorry. Was soll ich noch machen?
Ein Schild um den Hals? Gratis Essen heute hier? Vorbereitet? Gefüllt wie eine Piñata oder was oder wie? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jo, 12 Stunden. Okay, geh jetzt hoch den Berg. Irgendwas wird da mir entgegenkommen. Irgendwas, warten, bis ich Kabin haben will. So, Kniff ist ausgepackt. Ich brauche ein bisschen Fett und ich krieg nicht. Ich krieg eine Krise. Bleib stehen! Sie sind verhaftet! Im Namen des Fettes! Achso, sie sind ja eine. Gut. Also im Realleben hätten sie ganz schön viele Fett, aber ich gehe mal davon aus, dass sie keins haben. Ja, hab ich mir gedacht. Das kann jetzt was werden. Ich sehe immer noch keinen Wolf. Ich sehe keinen Wolf, keinen Bären. Wie gesagt. Nichts. Das ist wie bei den Survival-Spielen. Hier alt gestorben. Nee, das ist ein kleiner Zwitschi. Schwitschi. Ey, wir haben 6 Uhr und die Kappe ist jetzt. Ich weiß nicht. Wir hätten bei uns zu Hause, wa? Die Fallen. Das könnte mir jetzt echt gefallen, da mal rinzuschauen. Das sage ich euch. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Die haben damit nicht gerechnet, dass ich die Horde überlebe. Die haben sich auch gedacht, wie ist denn das passiert? Der hat doch gerne nichts gehabt. Nichts. Wer hat dann das gemacht? Fußbus. Mit einem Fußbus. Der fährt nämlich immer. In diesem Fall ist er nicht gefahren. Er ist hier ran. Ich hab hier Därm. Ich hab Fett. Ich hab Fleisch. Das hört so verkehrt an, aber das ist ja so. Ich kann wieder runter angeln gehen. Ich kann endlich mal probieren, was ich eigentlich machen wollte. Pass auf, wenn ich jetzt da runterkomme, hundertprozentig sind jetzt da Alligatoren. Können wir wetten. Wie viel habe ich jetzt? 5. 5 Versuche. Es sei, wie gesagt... Keine Ahnung. Vielleicht brauchen die wirklich eine bestimmte Uhrzeit, um aufzustehen. Vielleicht sind sie Langschläfer oder so. Ich weiß es nicht. Da siehst du, nur die Vögel sind früh raus. Aber ich sehe den nicht. Der ist bestimmt nur in seiner Tube. Aber das ist ja eine war ja eine Taube. Eine Taube macht dieses hier ruhig. Alter, jetzt weiß ich, warum das Zeug 12 Stunden hält. Weil du alleine schon 6 oder 7 Stunden am Suchen bist, wegen Kabins nicht Zeug mit bei haben. Jeweils nicht das Richtige. Das ist auf mich zugeschnitten worden, das Spiel. Er braucht seine Zeit. Wir lassen ihn seine Zeit. Bleib stehen! Im Namen der Brüder. Warum hat denn der jetzt... Achso, weil er nachladen musste, wa? Ist mir zu weit. Ich renne den jetzt nicht hinterher. Miau, miau, miau. Kabin, bitte bei ein Schießtraining melden. Kabin, bitte bei ein Schießtraining melden. Sie sind überfällig.
So, dann Angel raus. Geh mal davon aus, dass gleich sobald die Gehirn schmeiße. The water. Fünf Versuche und gleich alle fünf weggerissen. Pass auf. Wie, das Wasser ist nicht tief genug. Also, soll ich... Ich wollte gerade sagen, also Spiel, mach mal so, dass er geht. Also, das ist ja wohl maximal tief. Yay. Ey, Spiel, du machst mich kürre. Du machst mich kürre. Das ist ja nun so tief, da müsste ich schwimmen. Aber da ich so wenig an Materialien habe, glaube ich, das wird kein Volkserlebnis. Erfolgserlebnis, wollte ich gerade sagen, aber gut. Da war wohl eine kleine Unterbrechung. So, dann muss ich mir wohl noch einen Krocki finden, suchen. Aber das ist ein anderes Ding. Gut, Leute, pass auf, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und ja, wenn denn Däumchen, Träumchen nicht vergessen und schaut morgen wieder dabei rein, dann machen wir hier weiter. Ich versuche hier noch irgendwas an Land zu ziehen, mehr oder weniger. Mal gucken, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück. Ich hoffe es. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.